So, da hätten wir jetzt 53 wieder. Und die Spitzhacke hält auch noch eine Weile. Na schön. So, was haben wir da? Ich guck gerade mal auf die Themenliste. Ich hätte noch Windräder als Thema. Ist vielleicht ganz interessant. Ja, also so Windräder werden ja immer als unschön dargestellt oder unschön bezeichnet von vielen Menschen. Die sagen dann immer, ja, auch hier ist schon wieder so ein Windpark. Sieht voll hässlich aus und so. Aber ich finde eigentlich die Windräder gar nicht mal so schlimm. Also ich finde es eigentlich, wenn jetzt hier so ein Feld ist, so ein riesiges, und da ein paar Windräder stehen, finde ich eigentlich sogar recht schön. Also ich finde das jetzt nicht so hässlich, wie viele da immer sagen und sagen dann immer, oh, das verschandelt voll die Aussicht und die Landschaft und keine Ahnung. Und viele sind dann deswegen auch gegen Windenergie. Aber warum? Ich meine, Wind ist doch eine schöne Energiequelle. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht allzu viel bringt, wenn zum Beispiel mal kein Wind ist. Aber trotzdem, alle reden immer davon, wir müssen unbedingt auf erneuerbare Energien umsteigen. Shit. Aber auf der anderen Seite wollen sie dann wieder alles hier nicht haben, weil es ihnen zu unschön ist. Oh, ich habe meine Spitzhacke verloren. Geilo. Ja, zumindest bin ich nicht gestorben, ne? Ah, Mann, ey, das kann ich mich ärgern. Ach, wie behindert ist denn das jetzt? Naja, auf jeden Fall, Windparks. Also ich muss sagen, ich finde die eigentlich recht interessant. Also ich bin jetzt kein Gegner davon. Nur um das klarzustellen, ja. Windparks sind schon eine feine Sache. Und sicherlich auch nützlich für die Umwelt, auch wenn es erstmal nicht danach aussieht unbedingt. Aber ich meine, wenn es jetzt nicht nützlich wäre und mehr Schaden anrichten würde, als es bringen würde, dann würden sie es ja auch nicht machen, weißt du? Und es gibt ja mittlerweile schon so viele Windparks, weil es ja auch wirklich halt nicht so viel Energie bringen, wie gesagt. Und ja, im Endeffekt muss man dann halt auch zu solchen Mitteln irgendwie greifen. Und halt auch im Endeffekt sowas machen. Naja, wenn man halt umsteigen will auf erneuerbare Energien, dann ist es halt nötig. Und ich finde eigentlich, dass so Windparks eine gute Möglichkeit sind, um dieser Atomenergie und so weiter entgegenzuwirken. Und ich meine, ich habe letztens wieder so einen Film gesehen, wo wieder thematisiert wurde, wie unsere Zukunft aussehen könnte, wenn wir nicht auf neue erneuerbare Energien umsteigen und so ein Scheiß. Oder überhaupt nichts machen. Es gibt ja sicherlich noch viele, viele weitere Sachen, die man der Umwelt zuliebe machen kann. Und wenn wir die halt nicht machen, was dann wieder, was uns dann blühen würde, das wurde dann in dem Film wieder thematisiert. Und mit solchen Filmen will man einem immer irgendwie Angst machen oder so. Und ja, bei mir funktioniert das dann auch noch. Also ich krieg dann tatsächlich immer so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ich meine, niemand weiß, was in 50 Jahren oder so ist. Und ich hätte auch persönlich Angst davor, wenn es irgendwie zu irgendeinem fetten Krieg käme. Fände ich auch scheiße. Zum Beispiel so ein Erdölkrieg oder so, weißt du. Also das will ich nicht erleben. So, und außerdem wurde auch irgendwie gesagt, wenn wir bis 2030 nicht grundlegend was verändert haben, dann ist die Welt irgendwie verloren oder so. Also, es muss jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall was passieren. Und ich hoffe mal, es wird auch was passieren. Man weiß es halt nicht. Ich meine, man selbst kann da nicht mitbestimmen. Oder kann halt nicht, sitzt halt nicht im Parlament und bestimmt das. Sondern man selbst ist immer nur der Arsch, der sagt, ja, was soll ich machen? Und dann regen sich immer alle Leute drüber auf, dass man nichts weitermachen kann. Aber man kann ja nichts weitermachen. Ich meine, was soll ich jetzt als Otto-Normalverbraucher so großartig dem ganzen Zeug entgegenwirken? Ich meine, sowas wie die Mülltrennung, was ich ja schon mal angesprochen habe, das wäre natürlich schon mal so ein Punkt, der wichtig ist. Aber, ja, wie gesagt, an die Mülltrennung halten sich auch viele Leute nicht. Und die machen dann eigentlich auch schon wieder das kaputt, was alle Leute, die sich dran halten, was sie halt erreicht haben.
Weißt du, das machen dann halt wieder die unordentlichen Leute alle kaputt und deswegen ist Mülltrennung auch nicht so ergiebig. Aber trotzdem, wenn man es nicht macht, ist es immer noch schlimmer, als wenn man es halt doch macht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, einfach mal ein bisschen den Müll zu trennen. Ich meine, es ist ja keine schlimme Sache. Weißt du, und wenn man damit schon was Gutes tun kann zur Umwelt, dann macht man das halt einfach mal so. Oh, und ich habe den glorreichen Erfolg errungen, einen goldenen Apfel hergestellt zu haben. Ich kann ja mal bei den Erfolgen gucken. Was haben wir denn alles? Bahn frei haben wir noch nicht. Meister des Kampfes, okay. Ja, das Ende. Müssen wir das Endportal finden. Und das Ende, da müssen wir dann den Enderdrachen töten. Alchemie, braue einen Trank. Ja, das hatte ich jetzt sowieso vor. Die nächsten Folgen. Alter, wir haben jetzt einfach 62 Dias. Ohne Witz, auf einer Dia-Tour haben wir die gefunden. Alter, das ist so krass. Und ich glaube, ich brauche mehr Öfen. Ich mache noch mal 3 Stück. So, huch. Shit. So. Okay. Naja, also auf jeden Fall ist es alles ein bisschen schwierig mit dem Umweltschutz. Was soll man selber machen? Ist immer die große Frage. Die Frage aller Fragen. Was soll ich tun oder was kann ich tun, um der Umwelt zu helfen im Endeffekt? Und ja, das heißt ja immer, die Menschheit wird sich irgendwann selber zerstören. Wäre ein bisschen doof, wenn das passiert. Aber naja, es wird wahrscheinlich passieren, leider. Und da kann man manchmal wenig machen. Aber man könnte natürlich versuchen, irgendwie was zu erreichen. Ist natürlich klar. Und ja, ich merke auch gerade schon wieder, wie ich gar nicht mehr überlege, was ich sage, sondern erzähle einfach nur vor mich hin. Während ich mich hier schon wieder ein bisschen auf was anderes konzentriere. So. Aha. Haben wir unsere Spitzhacke direkt wieder. Geil. So, okay, naja, und so viel mussten wir gar nicht bezahlen. Ich meine, 3 von den 62 Dias, das kann ich schon mal verkraften, ja. Ja, und jetzt haben wir unsere schöne Spitzhacke wieder. Ziemlich cool. Und ja, dann gucke ich noch mal ein bisschen, wie sieht's denn aus? Was hatte ich jetzt angesprochen? Ach so, wegen den Windrädern. Ja, also es werden ja mit der Zeit immer mehr Windräder. Und ich bin mal gespannt, wie viele es noch in den nächsten Jahren werden. Also da wird sich bestimmt noch einiges tun. Und ja. Und ich würde den Leuten mal, oder ich würde euch mal raten, wenn ihr jetzt auch solche Leute seid, die halt sich gerne mal beschweren, beschwert euch mal nicht mehr so. Denn ich denke, es ist in unserem allen Interesse, wenn wir der Umwelt langsam mal ein bisschen wieder auf die Beine helfen, sag ich mal, ja. Und mal ein bisschen wieder einfach, ja, das Ganze so ein bisschen schätzen, wissen, unser Leben und so weiter. Ist jetzt sehr philosophisch, aber ich meine, es stimmt ja. Man muss irgendwann einfach auch mal wissen, okay, wir müssen jetzt hier was tun, damit wir einfach mal unsere Umwelt retten und so weiter. Und es heißt ja auch immer, ja, die Natur wird sich irgendwann wieder vom Menschen erholen. Die Natur holt sich ihr gutes Recht zurück oder wie das Sprichwort geht. Also das heißt, wenn wir nichts für die Umwelt tun, dann wird sie uns in die Fresse schlagen. Ja, so sieht's aus. Und deswegen, liebe Kinder, immer schön Dingens, ne? Immer schön für die Umwelt was machen. Und vielleicht nicht direkt aufregen, wenn man mal ein Windrad sieht. Ich meine, es ist ja nicht schlimm. Ja. Und meiner Meinung nach verschandelt es jetzt auch nicht unbedingt die Umwelt. Aber ich habe ja sowieso eine komische Meinung, also, ne? So, aber trotzdem finde ich es eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Opportunity, ja? So. Zack, huch, geh weg.
schöne Kartoffel essen. Und es riecht nach Mittag. Naja, aber ich esse ja hier kein Mittag. Ich esse ja dann woanders. Gibt's nämlich heute Pizza bei mir. Richtig krass. Allerdings schmeckt die Pizza gar nicht so gut. Ja, ich weiß nicht. Also die Pizza beim Türken, die wir da immer holen, oder manchmal, die schmeckt gar nicht so gut wie wie diese Tiefkühlpizza, weißt du? Tiefkühlpizza schmeckt mir irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich wahrscheinlich Tiefkühlpizza nehmen. Ja, und daran merkt man wahrscheinlich auch schon wieder, dass ich eine komische Meinung habe, wie zu den Windrädern, dass mir die gefallen. Na, ich denke mal, die Windräder finden schon bei einigen Leuten auch gefallen. Also ich denke mal nicht, dass die jeder jetzt hässlich findet, nur halt schon einige. Und ja, aber ich denke mal, wenige Leute essen Tiefkühlpizza lieber als die vom Steinofen. Also die jetzt wirklich selber gemacht wurde vom Türken oder keine Ahnung, Italiener. Ja gut, beim Italiener schmeckt's ja auch noch besser, muss ich sagen, als beim Türken. Aber hier bei dem Türken, wo sie es ja immer im Steinofen machen, die schmeckt mir irgendwie zu trocken und zu, weiß ich nicht. Und die aus der Tiefkühl-Dings, die schmeckt eigentlich übelst geil. Die schmeckt immer so ein bisschen süß oder und lieblich so, weißt du, und da könnte ich immer, wenn ich da eine esse, könnte ich noch zwei hinterher schieben, ey. Das ist immer richtig krass. Also die esse ich wirklich übelst gerne. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe irgendwie einen komischen Geschmack, was sowas angeht. Ja, manchmal schmecken mir einfach abgepackte Sachen besser als die frisch gemachten. Ja, ist halt so. Aber nun gut, wenn's so ist, dann kann ich's auch nicht ändern. Und ihr auch nicht. Könnt ihr mal schreiben, was ihr lieber esst. Das eine oder das andere. Ich weiß es nicht. So. Und ich würde sagen, das war dann wieder eine ganz coole Aufnahme. Wir haben ein bisschen gequatscht, waren ein bisschen produktiv. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Da werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen brauen. Und ja, mal schauen, wie wir da vorankommen. Da brauche ich bestimmt dann auch noch Blaze Powder. Nee, stimmt, wir müssten eigentlich jetzt noch brauen, bevor die 1.9 rauskommt. Weil bei der 1.9 braucht man dann nochmal extra Blaze Powder zum Befeuern von dem Braustand. Was richtig nervig ist, ey. Das war wieder so eine richtig sinnlose Änderung, meiner Meinung nach. Also das hätten sie echt nicht einführen sollen. Das ist. Also ich weiß auch nicht, wer kommt immer auf solche Ideen, ey. Ach man, man hat so schon so wenig Blaze Powder oder es ist so schon so schwer zu kriegen. Und da muss man nochmal extra mehr davon holen. Es geht gar nicht, ey. Ja, vielleicht wird ja noch ein alternativer Brennstoff für die 1.9 dann eingeführt. Bis jetzt ist er ja noch nicht da, nur die Snapshots sind da. So. Zack. Und zack. Huch, Spinne. Geh weg. Dum, dum, dum. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das eigentlich auch langsam gewesen von der Aufnahme. Ich verabschiede mich so langsam. Wir sehen uns dann morgen wieder. Da wird wahrscheinlich wieder Boom Beach kommen. Denn, ja, ich nehme jetzt wahrscheinlich wieder so 2 Wochen nicht auf. Oder mal sehen, vielleicht nehme ich nächste Woche nochmal auf. Je nachdem, ob ich dazu komme. Ja, nächste Woche könnte ich dazu kommen, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Also ich weiß es noch nicht, wann ich wieder aufnehme. Es wird wahrscheinlich wieder zwischendurch Boom Beach kommen. Oder vielleicht auch nicht, weil zurzeit habe ich tatsächlich nicht so viel zu zeigen. Also schauen wir einfach mal, ne? Und ja, ich will aber jetzt auch nicht mehr so viele Folgen aufnehmen, bevor ich mit der 1.9 hier spiele. Ich werde auf jeden Fall noch eine Aufnahme machen vor der 1.9. Aber dann würde ich schon so langsam gerne mal updaten. Aber diese Sache mit dem Brauen, das möchte ich noch vor der 1.9 machen, ne? Weil es, wie gesagt, billiger ist. Ja, aber alles andere dann danach, weil die 1.9 hat einfach so viele Vorteile, finde ich. Und ja, deswegen will ich die auch nochmal zeigen hier in der Staffel, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Ja.